Für die Bullen gibt es eine sehr gute und eine etwas weniger gute Nachricht in Sachen Aktienmärkte. Die gute ist zunächst mal, dass das abgelaufene oder jetzt ablaufende Quartal, das zweite Quartal diesen Jahres nämlich, ein Rekordquartal war. Werden wir gleich sehen, seit wann das beste Quartal in den verschiedenen Märkten war. Die weniger gute Nachricht für die Bullen ist, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das genauso weitergeht, denn wir haben ja die Situation gehabt, dass wir eigentlich, wenn man so will, die größte Wirtschaftskrise vielleicht seit dem Zweiten Weltkrieg haben und auf der anderen Seite die Notenbanken dann so viel Liquidität ins System gespült haben, dass die Märkte völlig unter Droge sind oder waren oder je nachdem sind wahrscheinlich noch immer. Und das Blöde ist halt, wenn die Wirkung der Droge nachlässt, aber der Schmerz der Verletzung, und ich weiß, wovon ich spreche, noch da ist, dann wird es unangenehm und die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz gering, dass das dritte Quartal diesen Schmerz bereithalten wird, während gleichzeitig die Droge ein bisschen nachlässt. Doch der Reihe nach schauen wir uns mal an, was da der Fall ist. Wir sehen zunächst mal, dass die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 bestes Quartal seit 1998. Da waren viele von Ihnen vielleicht noch gar nicht auf der Welt. Und dann haben wir den Nasdaq Composite mit dem besten Quartal seit 2001, also seit der seligen Dotcom-Blase, während der DAX sein bestes Quartal seit immerhin 17 Jahren absolviert. Das ist ja schon mal eine Leistung. Hier sehen wir nochmal die Prozentsteigerungen der US-Indizes seit dem Tief am 23.03. Dow Jones über 37%, S&P über 36%, Nasdaq knapp 34%. Der S&P hatte sein bestes Quartal, wie gesagt, seit 1998. Da ist was passiert und auch die Weltaktien sozusagen, der MSCI World mit dem besten Jahr seit 11 Jahren, oder besten Quartal seit 11 Jahren. Aber man sieht in dieser Grafik eben auch, dass das Vorquartal etwas weniger hübsch war. Man muss also das natürlich in Relation sehen zu dem, was vorher passiert ist. Im März hatten wir ja leichte Schwäche bei den Aktienmärkten, wie man so immer wieder hört. Aber schauen wir uns mal an, was dann eigentlich dann doch im größeren Bild der Fall ist. Hier mal der Dow Jones, den Sie sehen. Und letztendlich ist da seit Januar 2018, als der Index ein Hoch gemacht hat, nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Im Grunde eine Seitwärtsbewegung. Und das, wie Sven Henrik hier sagt, mit einem Stimulus von unglaublichen Billionensummen, FED-Bilanz jetzt über 7 Billionen, die EZB-Bilanz hat einen neuen Rekord erreicht, werden wir uns auch gleich anschauen. Also trotz all dieser Geschichten, trotz dieser Dinge, die da in die Märkte geflossen sind, ist das nicht wirklich, was den Dow Jones zumindest betrifft, nicht wirklich die Mega-Hosse, die wir hier sehen und hier eben der von mir angesprochene Chart, der die Bilanzsumme der EZB zeigt. Das erste Mal sind wir jetzt über 6 Billionen Dollar, nicht Dollar, sondern das wird ja nach wie vor in Euro gerechnet. Also hier die EZB, die geht unglaublich all in. Die Kreditqualität oder die Bilanzqualität der EZB verschlechtert sich immer mehr, weil man eben Unternehmensanleihen kauft, teilweise sehr fragwürdiger Bonität. Das ist so die erste Stufe hin zu dem Verlust von Glaubwürdigkeit von Geld. Das ist ja genau das Thema, das wir in Deutschland schon mal hatten in den 1920er Jahren und wo uns so ein bisschen eine Paranoia geblieben ist, sei es drum, aber hier sehen wir die ersten Entwertungsprozesse. Wenn Bilanzsummen steigen, ist das noch nicht eigentlich ein Problem. Wenn die Geldmenge steigt, ist es nicht eigentlich ein Problem, sondern das Problem beginnt, wenn die Qualität der Bilanz immer schlechter wird. Das heißt zum Beispiel Notenbanken Junkbonds kaufen, wie es die Fed ja ganz in durchaus interessanten Volumen macht. Das heißt ausfallgefährdete Anleihen, die möglicherweise dann wertlos verfallen, aber in der Bilanz der Notenbank stecken. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn die Nachfrage anzieht, nämlich die Güternachfrage anzieht und gleichzeitig aber sehr viel Liquidität im System ist, dann kommt die Inflation. Das nur nebenbei, meine Damen und Herren. Und es könnte im dritten Quartal schwieriger werden, wenn Joe Biden gewinnen sollte. Nun sind selbst die Wähler der Demokraten jetzt nicht gerade besonders enthusiastisch in Sachen Joe Biden, aber es ist vielleicht ein Kandidat, der allen irgendwie doch besser erscheint als Trump, die eben tendenziell den Demokraten zugeneigt sind. Das heißt, eine Art Kompromisskandidat, der verschreckt niemanden so richtig, weder die ganz Linken noch die eher rechten Demokraten. Darauf kann man sich einigen. Darin liegt vielleicht seine Chance. Ich hatte kürzlich getitelt in einem Marktgeflüster, dass wir wahrscheinlich schon Anfang September wissen, ob Biden gewinnt oder ob Trump gewinnt. Wenn Biden gewinnt, dann dürften die Aktienmärkte im September
schon diese Niederlage von Trump einpreisen. Wenn das nicht der Fall ist, spricht vieles dafür, dass Donald Trump gewinnt. Jedenfalls würde Biden dann diese ganzen Steuersenkungen, die Donald Trump gemacht hat, rückgängig machen. Das hat er hier vor Geldgebern gesagt. Ja, ich werde eben diese Steuersenkungen rückgängig machen, auch wenn es vielen von ihnen nicht gefallen wird. Also er sagt zumindest klar, was er hier vorhat. Das wird dann natürlich auch die Wall Street zu spüren bekommen. In Sachen Konjunktur haben wir heute Chicago Einkaufsmanager Index gehabt, 36,6, deutlich unter der Erwartung. Keine V-Erholung im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben dann deutlich besseres Verbrauchervertrauen des Conference Board gehabt. Aber interessant ist, dass die Besserverdiener hier deutlich optimistischer geworden sind, während die Geringverdiener, die rote Linie unten, überhaupt nicht besser drauf sind, die Stimmung nicht besser geworden ist. Wir haben also eine weitere Spaltung der amerikanischen Gesellschaft. Und dass die CEOs, also die Chefs der amerikanischen Firmen, nicht gerade besonders optimistisch sind, zeigt sich in einer Umfrage, die CNBC gemacht hat. Und hier sieht man, ja, also das wird mindestens bis 2021 dauern, so der Tenor der allermeisten dieser CEOs, bis sich das Geschäft erholen wird. Und das gilt auch für europäische Unternehmen, speziell für deutsche Unternehmen. Es gab jetzt hier eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammertags, die IHK, die zeigt, dass mindestens 80% der deutschen Unternehmen Umsatzeinbußen haben werden oder haben und die Mehrheit damit rechnet, dass frühestens 2021 oder dann eben später wirklich die Dinge wieder so einigermaßen laufen wie vor der Corona-Krise. Also das V will nicht so recht. Heute haben wir ein bisschen ein W gehabt für Window Dressing, weil heute der letzte Tag des Quartals ist. Das werden wir gleich dann in anderen Charts noch sehen. In den USA ist es so, dass wir jetzt die Situation haben, dass zentral wahrscheinlich auch für die Aktienmärkte und für die Stimmung der Bevölkerung und für den Konsum der USA und damit zentral eben für die Wirtschaft insgesamt ist, ob am 31. Juli das Auslaufen dieser Zahlung von $600 pro Amerikaner, der arbeitslos geworden ist, ob das fortgesetzt wird oder nicht. Wenn nicht, dann dürfte der Konsum leiden. Das dürfte dann auch die Aktienmärkte interessieren. Und jetzt kommen wir mal hier nach Deutschland. Da hatten wir so eine Art Moratorium. Das heißt, niemand musste Insolvenz anmelden. Das Insolvenzrecht war ausgesetzt. Niemand durfte aus seiner Wohnung rausgeklagt werden, wenn er die Miete nicht zahlt. Und niemand durfte gepfändet werden oder es durfte eben das Privateigentum nicht gepfändet werden, wenn Kredite nicht zurückgezahlt werden. Diese Geschichte endet morgen. Ab 1. Juli ist das möglich und da werden wir wahrscheinlich dann ein paar hässliche Headlines aus Deutschland bekommen. All das aber hat die Aktienmärkte im zweiten Quartal nicht gestört. Und wir haben besonders ja diese Rallye bei den Tech-Werten im Nasdaq gesehen. Und hier sehen wir, dass das Put-Call-Ratio bei den fünf großen Nasdaq-Werten, also Microsoft, Amazon, wie sie alle heißen, absolut auf Gier steht. Man hat also kaum Absicherungen hier platziert. Man denkt, das wird alles super. Und das, obwohl Facebook ja jetzt Schwierigkeiten hat, weil es da einen Werbeboykott gibt. Und obwohl eben heute zum Beispiel die FCC, die amerikanische Telekommunikationsaufsicht, gesagt hat, ja, Huawei und ZTE, diese beiden chinesischen Telekommunikationsgiganten, die seien eine Gefahr für die USA. Und damit wird man praktisch weitergehen, Huawei komplett abzukatten. Und wir sehen, dass jetzt der Nasdaq 57 Handelstage über seinem 20-Tages-Durchschnitt handelt, 58 mit heute. Und das ist so einer der Rekorde. Normal ist das schon ein Zeichen, dass die Dinge ein bisschen sehr weit gelaufen sind. Das hatten wir nur in der Dotcom-Blase einmal etwas mehr. Und praktisch symbolisch dafür ist der Tesla. Heute ein neues Allzeithoch bei Tesla und man ist jetzt dabei, eigentlich Toyota als Unternehmen zu überholen aus dem Autosektor, das die größte Marktkapitalisierung hat. Toyota verkauft ein bisschen über 10 Millionen Autos pro Jahr, Volkswagen tut das auch, sogar noch ein paar mehr als Toyota. Tesla immerhin 375.000, also ist diese Bewertung natürlich gerechtfertigt. Tesla hat manchmal so den Charme einer Wirecard-Bilanz wahrscheinlich, da wird gerne am Schluss des Quartals nochmal alles schicke reingebucht, sodass man dann praktisch mit schicken neuen Kleidern dasteht und sagt, guck mal, wie sexy ich bin. Das ist aber vielleicht nicht ganz so illegal oder nicht betrügerisch wie bei Wirecard, aber es ist auf jeden Fall nach deutschem Bilanzrecht ziemlich unsauber. Jedenfalls wird da schön Kosmetik betrieben. Wir sehen dann, dass insgesamt der Nasdaq natürlich
Eigentlich sind Tech-Werte ja zyklisch. Dementsprechend müsste der Nasdaq auch sehr zyklisch sein. Jetzt haben wir eigentlich einen Abschwung. Klar, die Tech-Unternehmen, die großen Tech-Unternehmen wie Google, Microsoft etc. sind davon weniger betroffen als jetzt irgendwelche Dienstleistungsunternehmen. Aber normalerweise, wie Tavi Costa hier zeigt, haben wir schon eine gewisse Kongruenz zwischen den Durable Goods, also den langlebigen Aufträgen, und eben dem Nasdaq. Und diese Korrelation ist derzeit komplett aufgehoben. Die Liquidität der Notenbanken sei Dank. Abschließend vielleicht noch Hongkong. Das war ja heute das Thema. Die Chinesen machen ernst, haben beschlossen, dass dieses neue Hongkong-Gesetz ab morgen gelten wird. Die Amerikaner werden jetzt den Sonderstatus von Hongkong aufheben. Für China ist Hongkong immer weniger wichtig geworden. Es gehen nur noch 12% der Exporte Chinas über Hongkong, während es 92 noch 45, also Prozent waren fast die Hälfte. Aber es gibt einige hunderte Firmen, amerikanische Firmen, die in Hongkong wichtige Niederlassungen haben. Also das wird vielleicht noch ein Thema werden. Huawei war heute schon ein anderes. Schauen wir uns die Charts mal an, meine Damen und Herren. Und ich weiche wieder ganz elegant hier auf die andere Seite aus. Was Sie hier sehen, das ist der S&P 500 3071. Wir waren schon ein paar Bünge höher, aber dann kam eben diese Nachricht, ZTE, Huawei, das hat ein bisschen belastet. Der Nasdaq wieder besonders stark. Da passiert Window Dressing. Wenn der Chart kommt, da ist er, kaum wartest du eine Stunde, schon ist der Chart wieder da. Die sind von Capital.com, meine Damen und Herren. Der Nasdaq also bei 10.064, der stärkste Index, liegt einfach wahrscheinlich daran, dass natürlich diese großen Tech-Werte, die im Nasdaq enthalten sind, sehr gut gelaufen sind und jetzt die Fondsmanager nochmal Window Dressing betreiben, die nochmal kaufen, um den Investoren sagen zu können: Guckst du, die Aktie habe ich gehabt im Depot, hat zwar nicht mehr viel gebracht, aber ich habe es halt drin gehabt, ne? Das ist teilweise die Logik im Finanzbereich. Wir sehen den DAX 12.271, sehen, dass Gold den höchsten Stand seit 2011 erreicht hat, der Gold-Future sogar bei 1.800 Dollar gewesen. Hier der Kassamarkt 1.782. Was haben wir noch? Wir haben noch Euro 1.1248. Heute Dollar-Schwäche eigentlich auf breiter Front wieder zu sehen. Und das tut meistens dann auch Öl einigermaßen gut. Wenn es denn kommt, da ist es. Das kann nämlich in Richtung 40-Dollar-Marke beim amerikanischen Crude steigen. Also, das ist so ein bisschen die Situation. Window-Dressing heute nochmal. Ab nächsten Quartal werden die Karten neu gemischt, in Deutschland sowieso durch Wiedereinführung bestimmter Grundordnungen der deutschen Rechtsprechung. Auf der einen Seite in den USA wird eben die Bilanzsumme der Fed nicht mehr größer, also die hat sozusagen ihr Pulver erstmal reingeschossen. Heißt nicht, dass sie keins mehr hat, theoretisch ja unendlich, aber sie hat sich offenkundig entschieden, jetzt die Sache nicht mehr zu befeuern, sodass das dritte Quartal dann ein bisschen schwieriger werden könnte als das zweite. Das ja eigentlich absurd verlaufen ist angesichts dessen, was realwirtschaftlich passiert. Aber die Börse kann verrückter sein, als man sich das vorstellen kann. Und in diesem Quartal war es so. Ob es im dritten Quartal so läuft, ist dann doch eher unwahrscheinlich nach meiner Auffassung. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und ciao.